Meine Damen und Herren, hiermit verkündige ich die sofortige und vollumfängliche Annexion der Russischen Föderation in einem Referendum einer freien und geheimen. Im Rahmen einer Wahl wurde das Volk befragt, was sie denn möchte, und mit einer überwältigenden Mehrheit von 100% wurde entschieden, dass auf dem Boden der Russischen Föderation ein neues Land entstehen soll, basierend auf einer dönerzentrierten Regierung. Das einzige Thema, was uns in Zukunft spalten wird, ist die Frage nach mit oder ohne Schaf. Vielen Dank. Stell dir vor, du überfällst ein kleines Nachbarland, welches du schon Jahre zuvor in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt hast. Stell dir vor, du erklärst, um PR-Desaster zu vermeiden, das Ganze zu einer Sonderaktion, zu einem Sondereinsatz und versprichst, in 3 Tagen die Regierung in Kiew zu ersetzen. Und stell dir vor, du führst über 200 Tage später Scheinreferenden durch in den besetzten Gebieten, die du gerade noch so hältst, um sie zu annektieren, während deine Armee sich gleichzeitig aus Städten, die in diesem Gebiet liegt, verzweifelt zurückzieht vor der voranrückenden ukrainischen Armee. Und wenn du bis hierhin jetzt einfach logisch folgen konntest, dann verlierst du gerade eine sehr spannende Runde Hearts of Iron IV oder bis Wladimir Putin. Wir haben hier auf dem Kanal ja schon über den Ukraine-Krieg gesprochen, über die Art und Weise, wie Putin Politik macht, über die ganzen Sanktionen und ihre Auswirkungen und vor allem eben auch über den Stand des Krieges und dem Zustand der russischen Armee. An dieser Stelle möchte ich eine Sache aber nochmal klarstellen. In einem Video habe ich versucht, so ein bisschen die Lanze zu brechen für die Russen und habe gesagt, das ist Putins Krieg, nicht der Krieg der Russen. Und ich habe mich, wie wir heute wissen, getäuscht. Und das möchte ich so klar sagen, ich habe mich getäuscht. Denn das ist inzwischen nicht mehr Putins Krieg, es ist Russlands Krieg. Und die Menschen in Russland, wie wir jetzt lernen, hatten kein Interesse an diesem Krieg oder haben ihn sogar unterstützt und sind jetzt erst am Demonstrieren dagegen, weil sie mobilisiert werden. Und sie wehren sich auch nicht dagegen, dass da Krieg geführt wird, sondern dass sie da jetzt hin müssen. Und da muss man schon sagen, wer so wegschaut, wem so egal ist oder es sogar unterstützt und jetzt erst aufbegehrt, wenn es ihn selber aktiv betrifft, der hat das Ganze mitgetragen. Und zu sagen, das war allein Putins Krieg und das seiner Apparatschik, ist einfach falsch gewesen. Russland im September und Oktober 2022 erinnert mich persönlich immer an so Szenen aus dem Film Der Untergang, der sich so ein bisschen in meinen Gedächtnis hineingebrannt habe. Wer den Film nicht kennt, dieser Film erzählt die letzten Tage und Wochen des Nazi-Regimes und zeigt zum Beispiel legendäre Szenen, wie Adolf Hitler nicht mehr existierende Truppen über ein Strategiefeld schiebt und Haltebefehle ausspricht, die niemand mehr einhält. Berichten aus Russland zufolge gibt es solche Haltebefehle auch aus dem Kreml, also dass zum Beispiel Putin und seine Berater und Verbündeten ganz klar sagen, an dieser Stelle darfst du dich nicht zurückziehen, General so und so. Obwohl die heranrückende ukrainische Armee besser ausgerüstet ist, besser versorgt ist, besser motiviert ist. Zudem erreichen jetzt schon die ersten Verbände frisch eingezogener Rekruten das Schlachtfeld, obwohl der Kreml vorher gesagt hat, dass sie die zwangsrekrutierten Männer erstmal ausrüsten und auch ausbilden möchte. Aber die Wahrheit ist wohl, dass diese Leute genommen wurden, ihnen wurde ein verrostetes Gewehr in die Hand gedrückt und sie dann an die Front geschickt. Und nun, was sollen diese Männer ausrichten gegen eine hochgerüstete, gut ausgebildete, eingespielte ukrainische Armee? Nichts, wie sich zeigt. Die ukrainische Armee hat sich von ihnen nicht aufhalten lassen. Und genau diese Verachtung für menschliches Leben, die vor allem Wladimir Putin und seine Unterstützer an den Tag legen, erschüttert mich immer wieder. Denn das zeigt, wie egal ihnen es ist, dass diese Männer dort sinnlos geopfert werden, dass diese Männer Familien haben, dass die daheim auf sie warten und Menschen, die sie lieben und sie nie wiedersehen werden. Und das ist einfach unfassbar brutal. Und dennoch kann dieses Regime machen, was es will, weil es mit Terror herrscht, weil es mit Lügen herrscht und weil es nichts anderes kann als gewaltige Drohszenarien aufbauen.
Und das gilt nicht nur für Innenpolitik, sondern auch für die Außenpolitik. Russland hat sich immer darauf verstanden, entweder zu lügen oder zu drohen. Jetzt aktuell sieht man, wie sie zum Beispiel auch Italien das Gas abdrehen, angeblich wegen technischen Problemen in Österreich. Und auch wir Deutschen kennen das ja schon, weil auch uns das Gas abgedreht wurde, weil angeblich eine Turbine kaputt war. Und naja, jetzt sind ja auch ganz offiziell Nord Stream 1 und Nord Stream 2 die Gasleitungen nicht mehr wirklich eine Option. Noch ist komplett unklar, wer verantwortlich ist für die Sabotage der Nord Stream-Leitungen. Und das wäre jetzt an dieser Stelle sehr unseriös und Geschwurbel, einen Verdacht zu äußern. Dennoch werde ich es jetzt tun, einfach aus dem Grund, weil ich einen Verdacht habe. Ich möchte aber, dass ihr vorab wisst, es ist offiziell noch nicht klar, was da passiert ist, wie und vor allem warum irgendwas passiert ist. Das ist also hoch unseriös und es ist nur eine Vermutung von mir. Ich für meinen Teil denke, dass es sich hier um einen Sabotageakt Russlands oder eines Verbündeten Russlands handelt, um Gazprom zu schützen. Denn der Gaslieferant hat bestehende Verträge mit europäischen Ländern und europäischen Firmen. Und die Nichteinhaltung dieser Verträge kann Gazprom, einem Staatskonzern, massiv auf die Füße fallen, sollte sich die politische und wirtschaftliche Lage einigermaßen irgendwann mal wieder erholen. Das könnte sogar den russischen Staat mit in die Tiefe ziehen. Und deswegen hat man jetzt ja Fakten geschaffen und hat die Leitungen sabotiert, um sagen zu können, da schaut her, konnten wir nichts dafür. Fühlt sich aber dennoch an, wenn das stimmt, was ich denke, wie das trotzige Kind, was sich selber in den Fuß schießt, weil es jetzt irgendwie nicht das bekommt, was es möchte. Ja, ist halt nur meine Theorie. Und an dieser Stelle jetzt nochmal, das ist alles nur Gemunkel von mir, weil nämlich die Angriffe auf Nord Stream 2 und 1 könnten viel, viel brisanter sein, als sie aktuell sich noch anfühlen. Zumindest sollte ich Recht behalten. Sollte nämlich Russland da involviert sein, dann ist es ein Zeichen an die Welt, dass Russland sagt, schaut her, uns ist inzwischen alles egal und wir sind bereit, unsere eigene Infrastruktur, unsere eigenen, ja, ich sag's mal blöd, Spielzeuge kaputt zu hauen, nur dass ihr sie auch nicht haben dürft. Und das im Kontext mit einer Atommacht, wie es eben Russland ist, ist zumindest kein gutes Zeichen und macht jetzt nicht unbedingt Mut. Zudem können wir wahrscheinlich, sehr deutlich sogar wahrscheinlich, nicht auf die Menschen in Russland setzen, dass sie sich stark machen, dass im schlimmsten Fall eine Katastrophe verhindert werden kann. Denn die Menschen, anstatt auf die Straße zu gehen, sich zu wehren gegen dieses Regime und die Abschaffung des Präsidialsystems und die Rückkehr zu einer wahren Demokratie umzusetzen, flüchten lieber aus dem Land und überlassen das Land sich selbst. Am Ende wird es vielleicht sogar so kommen, dass diese Leute, die jetzt aus Russland flüchten, in wenigen Jahren selber dann Enklaven bilden und dann ja, Referenden abhalten, um dann zu erklären, dass zum Beispiel Finnland schon immer Teil Russlands war und dann sagt Putin, ja, wird annektiert. Zwischenzeit ist, also möchte ich nichts mehr ausschließen, es tut mir leid. Ich habe es ja schon in den anderen Videos auch gesagt und das, was mir am schwersten im Magen liegt, ist vor allem der Blutzoll, den die Länder dort bezahlen. Die russische Armee alleine hat bis jetzt über 60.000 Soldaten verloren. Die Ukraine schätzungsweise zwischen 30.000 und 40.000 Menschen. Dazu kommen tausende Zivilisten, die entweder ins Kreuzfeuer geraten sind oder aber noch schlimmer, Opfer von Kriegsverbrechen wurden. Und hier reden wir halt hauptsächlich von Frauen und Kindern und Alten. Und ich kann nur so viel sagen, ich kenne Ukrainer, die hier in meiner Stadt untergekommen sind. Und ich habe mich so ein bisschen eben engagiert und versucht, denen auch so ein bisschen zumindest ein Gefühl zu geben, dass sie hier willkommen sind und kenne teilweise diese Geschichten. Und ich möchte sie hier nicht ausbreiten, weil sie mir im Vertrauen erzählt wurden, aber naja, sie machen schon wütend. Aber was würde es jetzt bringen, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal einen Aufruf zu starten und zu sagen, Völker Russlands, Menschen Russlands, vereinigt euch, kämpft gegen die Diktatur. Es würde doch nichts ändern. Aber was man dennoch tun kann und dennoch tun sollte, ist eine Sache, die ich euch hier sagen möchte. Wir alle, wir als Community, wir alle als Menschen zusammen können einen ganz kleinen Beitrag leisten und wir können helfen. Und da geht es über das Monetäre hinaus. Es geht nicht darum, immer nur Geld zu spenden. Gerade aktuell sitzt bei uns niemandem auch wirklich das Geld locker.
da geht es ja auch nicht wirklich darum, jetzt Geld zu geben, sondern es gibt auch ganz andere Möglichkeiten zu helfen. Die erste Sache und durchaus wichtige Sache, gerade wenn man sich im digitalen Diskurs befindet, ist, dass man die Ukraine etwas besser kennenlernen sollte und ein bisschen besser verstehen sollte. Ich behaupte nicht von mir, ein Ukraine-Kenner zu sein, aber zumindest kann man sich ein bisschen einlesen. Dabei hilft zum Beispiel die Seite ukraineverstehen.de, einfach alles zusammengeschrieben. Dort gibt es viele interessante Artikel und auch Erklärtexte einfach rund um die Ukraine, die durchaus auch kritische Dinge betrachten. Denn gerade in unseren Medien habe ich schon auch den Eindruck, dass man gerne mal die negativen Aspekte, die es in der Ukraine dennoch gibt, durchaus gerne mal wegdrückt oder mal gerne ignoriert. Und da geht es eben darum, dass zum Beispiel gerade auch Minderheiten in der Ukraine auch kein leichtes Leben hatten, auch vor dem Krieg und jetzt gerade auch während des Krieges nicht. Und da, das sind einfach Themen, die muss man wissen. Und wenn man gerade über diese Themen spricht, muss man das auch verstehen. Ukraineverstehen.de fand ich zumindest ganz hilfreich. Vielleicht, wenn ihr es noch nicht kennt, schaut da mal drauf. Auf der anderen Seite könnt ihr das tun, was ich auch gemacht habe. Ihr könnt bei eurer lokalen Caritas anrufen oder bei eurer lokalen Stadtverwaltung und fragen, gibt es bei uns Menschen aus der Ukraine? Und wie kann ich diesen Menschen helfen? Oft geht es gar nicht darum, dass es um irgendwelche Sachspenden oder sowas geht. Diese Leute sind meiner Erfahrung nach recht gut versorgt, weil die Hilfsbereitschaft einfach sehr groß ist. Was aber oft etwas fehlt, ist, dass diese Menschen so ein bisschen Anschluss suchen. Gerade Frauen und Kinder einen Anschluss suchen und vielleicht auch so ein bisschen darauf hoffen, Menschen kennenzulernen. Und da ist dann oft so, dass man einfach gesagt bekommt, redet doch einfach mal mit denen. Zeigt ihnen einfach, dass sie willkommen sind. Und das bringt diesen Menschen einfach schon sehr viel, meiner Erfahrung nach. Und bringt einem persönlich durchaus mehr, als dass es einen belastet. Mich zum Beispiel. Also ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Darüber hinaus, wenn du aber jetzt dennoch sagst, ich würde lieber einfach Geld geben, dann könnte ich dir zum Beispiel die Ärzte ohne Grenzen empfehlen. Da findest du einen Link in der Videobeschreibung. Die engagieren sich sehr dafür, humanitäre Geschichten und medizinische Versorgung in der Ukraine, was immerhin ein Kriegsgebiet ist. Kann man auch hinspenden. Und eine Sache zum Schluss, lasst euch nicht von irgendwelchen Idis zu irgendwelchen Scheinargumenten und Debatten hinreißen. Wenn sie dann damit kommen, wie aber die Amerikaner mit ihrem Drohnenkrieg. Eine Sache muss man ganz klar feststellen. Die Ukraine wird brutal angegriffen von Russland. Und die Ukraine hat ein Recht darauf, sich zu verteidigen. Russland könnte sich jederzeit zurückziehen und der Krieg wäre vorbei. Würde die Ukraine aufhören zu kämpfen, gäbe es morgen keine Ukraine mehr. Und das ist der Unterschied. Was vermutest du? Wer steckt hinter Nord Stream 1 und 2. Waren es die Russen oder doch Ariel die Meerjungfrau? Und die wichtigste Frage jetzt zum Schluss. Döner? Mit oder ohne Schaf? Schreibt mir einen Kommentar, würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt untot. Euer Wolfi.